Vor etwa 140 Jahren eröffnete ein junger Mann eine kleine Werkstatt in Stuttgart, die zu einem Ingenieursgiganten heranwuchs. Dieses kleine Unternehmen würde später die deutsche Automobilindustrie übernehmen. Von der Geschäftstätigkeit, bei der er die Magnetzünder in Autos für Gottlieb Daimler installierte, ging er dazu über, mehr als 100 Automobilhersteller im Land zu versorgen. Bosch wurde zu einem Ingenieursgiganten, den zwei Weltkriege zu zerstören versuchten, jedoch scheiterten, und wurde zum Vorbild für aufstrebende moderne Unternehmer. Dies ist eine Geschichte von Strategie, Exzellenz, einer unerschütterlichen Verpflichtung zur Qualität und einer Zukunft, die länger währen wird als jeder andere. Die Reise nahm ihren Anfang mit der Geburt von Robert Bosch am 23. September 1861 in die Familie von Servatius und Maria Bosch, die durch den Betrieb einer großen Farm und einer Brauerei Wohlstand erlangte. Es ist keine typische Aufstiegsgeschichte, denn der Hintergrund des Gründers war ziemlich komfortabel und von einem Erbe geprägt. Diese Familie würde später auch Karl Bosch hervorbringen, der den Nobelpreis für Chemie gewann. Doch das ist nicht der Höhepunkt dieser Geschichte. Robert wuchs unter der fürsorglichen Erziehung seiner Eltern auf, besuchte eine angesehene Schule in Ulm und schloss diese 1879 ab. Während seiner Schulzeit lernte er, Präzisionsinstrumente herzustellen. Sein Übergang ins Leben nach der Schule führte dazu, dass er verschiedene Möglichkeiten suchte, um Erfahrungen zu sammeln und sein eigenes Einkommen zu verdienen. Robert arbeitete als Geselle bei C&E Fein, einem Unternehmen, das Elektrowerkzeuge für die Metall-, Interieur- und Automobilbranche herstellte. Seine Zeit bei dem Unternehmen war relativ kurz, da er 1881 seinen einjährigen Wehrdienst ableisten musste. Nach seiner Rückkehr fand er einen Job bei Schuckert & Co., gegründet von Johann Siegmund Schuckert in Nürnberg. Robert blieb zwei Jahre lang bei diesem Unternehmen angestellt. Nachdem er Erfahrungen gesammelt hatte, verließ er es 1883, um ein Jahr lang Elektrotechnik bei Professor Wilhelm Dietrich an der Technischen Hochschule Stuttgart zu studieren. Im Jahr 1884 traf der 23-Jährige eine atemberaubende Entscheidung, die sein Leben für immer verändern sollte. Robert verließ seine Familie und alles, was er kannte, um über das Meer in die Vereinigten Staaten zu segeln, wo er mit Sigmund Bergmann, einem frühen Mitarbeiter von Thomas Edison, zusammenarbeitete. Das bedeutete, dass der junge Mann die beneidenswerte Gelegenheit hatte, für einen der größten Erfinder Amerikas zu arbeiten. Er arbeitete ein Jahr lang in den USA und am 13. Mai 1885 zog er nach London, wo er bei Siemens Brothers eingestellt wurde. Robert arbeitete fast anderthalb Jahre für sie, bevor er 1886 sein eigenes Unternehmen gründete. Dies tat er in Stuttgart und nannte es Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik oder einfach Bosch Ventures. Im Gründungsjahr des Unternehmens entwickelten sie die erste Technologie, einen Niederspannungsmagnetzünder für Gasmotoren. Es handelte sich um einen einfachen elektrischen Generator, der auf einem Dauermagneten basierte und nur geringe Mengen an Elektrizität erzeugte. Für das damals verfügbare Technologieniveau war dies ein ziemlich großer Durchbruch. Das Gerät war jedoch in Bezug auf Effizienz den Zündkerzen unterlegen, die es später ersetzten, als Dieselmotoren populär wurden. Roberts Entwurf dieser Technologie war definitiv kein Zufall. Im Jahr 1887 erhielt sein Unternehmen eine Bestellung von dem wohlhabenden Unternehmer Gottlieb Daimler. Sie sollten ein ähnliches Gerät mit Zündpunkten entwerfen, das in den Viertaktmotoren seines eigenen Automobilunternehmens Verwendung finden konnte. Der Niederspannungsmagnet war keine originelle Idee, wurde aber nicht durch ein Patent geschützt. Daher hatte Robert freie Hand bei der Entwicklung und baute vier Geräte dieser Art. Diese Gelegenheit ermutigte ihn dazu, dieses Gerät für deutsche Fabriken zu entwickeln, die damals für die Herstellung von Gasmotoren bekannt waren. Boschs Design wurde bei vielen Automobilunternehmern sehr beliebt. Allerdings hätte er dies ohne den Einfluss von Frederick Richard Sims nicht erreichen können, der ihn 1893 mit der Idee ansprach, die stationären Motormagnetzünder für den Einsatz in Kraftfahrzeugen anzupassen. Robert akzeptierte die Idee und begann mit der Modifikation. Als er fertig war, testeten sie den neuen Motor in einem Jules Albert de Dion Dreirad.
Zu dieser Zeit arbeitete Robert mit den beiden führenden Ingenieuren Arnold Zähringer und Gottlob Honnold zusammen, die beide das modifizierte Bosch-Gerät entwickelten, um die erzeugte Leistung in Motoren von 250 Umdrehungen pro Minute auf 1800 Umdrehungen pro Minute zu erhöhen. Ein anderer Techniker, Young Rall, modifizierte auch die Elektrode des Motors, indem er das Emaille-Material durch den Asbestisolator ersetzte. Als es fertig war, war die ausgeliehene Idee des Niederspannungsmagnetzünders zu einer völlig neuen Erfindung geworden und das Unternehmen zögerte nicht, diese patentieren zu lassen. Das Produkt wurde eingeführt und bis 1897 wurde sein Unternehmen zu einem bedeutenden Lieferanten für Hunderte von Automobilherstellern. Der Betrieb hörte jedoch nicht dort auf. Robert verkaufte nicht nur, er half den meisten von ihnen auch, den Magnetzünder in ihre Dreiradmotorräder oder Dreiräder einzubauen. Anfang 1898 begann Gottlieb Daimler mit Bestellungen für den Einsatz in fortschrittlicheren Motoren. Und zwei Jahre später wurde die Bosch-Magnetzündung zur serienmäßigen Ausstattung jedes Daimler-Motors. 1902 wurde Gottlob Chefingenieur bei Bosch und sie produzierten eine Hochleistungsversion des Zündsystems. Diesmal verwendete ein Hochspannungsmagnetzündungssystem das neuartige Zündkerzenmaterial. Das neue Gerät wurde für den Einsatz in einem Verbrennungsmotor entwickelt, um einen Funken zu erzeugen, der das Luft-Kraftstoff-Gemisch in der Brennkammer entzündet. Roberts Beziehung zu Frederick Sims könnte man leicht als eine der produktivsten Partnerschaften in der Geschichte der deutschen Automobilindustrie bezeichnen. Frederick hatte den Ruf eines erfolgreichen deutschen Maschinenbauingenieurs, Geschäftsmanns, produktiven Erfinders und Pioniers der Automobilindustrie. Berichten zufolge war er derjenige, der die Wörter Benzin und Motorwagen geprägt hat. Die beiden hatten es geschafft, einen äußerst wettbewerbsintensiven Bereich der Automobilindustrie zu dominieren, in dem sie zunächst keinen Anteil hatten. Ihre modifizierten Geräte begannen auch außerhalb des Landes Wellen zu schlagen. Ihre Geräte wurden auf dem englischen Markt als Sims-Bosch-Produkte eingeführt und 1899 debütierten sie auf dem französischen Markt unter dem Namen Bosch Magnetzündergesellschaft. Als Ergebnis war das Unternehmen zwischen 1898 und 1899 überall auf der internationalen Bühne präsent, von Paris über Budapest, Wien und London. Die schiere Aktualität dieser neuen Markteintritte synchronisierte sich gut mit der Entwicklung neuer Technologien und das Unternehmen war in kürzester Zeit für ein unglaubliches Wachstum aufgestellt. Das Unternehmen eröffnete 1906 sein Vertriebsbüro in den USA. In diesem Jahr produzierten sie unter anderem auch ihren 100.000. Magnetzünder. Das Unternehmen führte auch Innovationen in seiner Arbeitsumgebung ein. Im Jahr 1901 hatte das Unternehmen eine kleine Belegschaft von etwa 45 Personen. Und bis 1908 war sie auf erstaunliche 1.000 gestiegen. In dieser Zeit war das Unternehmen das erste, das den 8-Stunden-Arbeitstag einführte, was sich als äußerst effektiv für den Betrieb des Unternehmens sowie das Wohl seiner Mitarbeiter erwies. Das Geschäft durchlief eine Phase der Transformation, die seinen Ruf weltweit und die Stärke seiner Belegschaft stärkte. Im Jahr 1913 wurde eine Bosch-eigene Lehrlingswerkstatt gebaut, in der junge Menschen nach den Methoden des Unternehmens ausgebildet wurden. Qualifizierte Personen wurden für die Produktion von Fahrzeugelektriken rekrutiert. Nach 4 Jahren Export ihrer Produkte aus Deutschland eröffneten sie 1910 schließlich ein Werk dort. Zurück zu Hause errichteten sie das Feuerbacher Werk in der Nähe von Stuttgart. Als das Unternehmen begann, sich weiter und weiter auszubreiten, gab es keine Grenzen nach oben. In den nächsten 3 Jahren wurden Niederlassungen in Amerika, Australien, Asien und sogar Afrika eröffnet. Und im Jahr 1913 kamen mehr als 88% der jährlichen Verkäufe von Bosch-Motoren aus all ihren Niederlassungen außerhalb Deutschlands. Das Feuerbacher Werk mit Sitz in Stuttgart produzierte 1914 Generatoren und Scheinwerfer, die den Namen Bosch Licht trugen. 3 Jahre später wurde es 1917 zu einer Aktiengesellschaft mit Aktionären und erst nach 20 Jahren wurde Robert wieder zum alleinigen Eigentümer des Unternehmens,
indem er seine Anteile zurückgewann und so effektiv eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründete. Als der Erste Weltkrieg begann, wurden viele Industrien in Deutschland beauftragt, Rüstungsgüter für die Streitkräfte herzustellen. Berichten zufolge war Robert desinteressiert daran, Gewinne aus den Angeboten zu erzielen, die seinem Unternehmen bei Beginn der Konflikte zugesprochen wurden. Als Ergebnis wurde berichtet, dass er nach dem Krieg mehrere Millionen deutsche Mark für wohltätige Zwecke gespendet hat. Wahrscheinlich als Teil einer selbst auferlegten Wiedergutmachung für den Krieg. Eines der größten Zeichen dieses Engagements war die Gründung des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart im Jahr 1940. Sein bemerkenswerter Beitrag zwischen 1920 und 1930 blieb nicht unbemerkt. Offenbar wurde er aufgrund seiner Rolle in verschiedenen Wirtschaftsausschüssen politisch aktiv, da sie versuchten, die negativen Auswirkungen des Konflikts zu beseitigen, der die Welt erschüttert hatte. Er investierte Geld, Zeit und Energie, um Initiativen zu unterstützen, die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich fördern sollten, den Schlüsselakteuren im Ersten Weltkrieg. Die Idee hinter seinen Handlungen war, dauerhaften Frieden in Europa zu fördern und das Auftreten eines weiteren Kriegs zu verhindern, während gleichzeitig eine neue europäische Wirtschaft geschaffen wurde. So sehr er auch den Frieden fördern wollte, schien so ziemlich der Rest der Welt gegen jedes Produkt aus Deutschland zu sein. Das hatte einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen und seine Arbeitsweise, und es schien, als ob plötzlich eine Bedrohung auf das Unternehmen zukam, die Robert Boschs Ambitionen gefährdete. In der Folge des Krieges waren viele von Deutschen betriebene Unternehmen mit zahlreichen Sanktionen im internationalen Raum konfrontiert, in dem sie sich jahrzehntelang etabliert hatten. Roberts Firma blieb nicht verschont. Er verlor den Großteil seiner internationalen Beteiligungen und alle Fabriken, die sie in den USA aufgebaut hatten. Das Geschäft musste nun den langwierigen und mühsamen Prozess des Wiederaufbaus seiner internationalen Aktivitäten durchlaufen. Die Erneuerung begann mit der Eröffnung neuer Geschäftsunternehmen in Südamerika und einigen Gebieten in Asien, die einst unerforscht waren. Eine solche Einrichtung war ein neues Verkaufsbüro, das 1922 von Illies & Company in Kalkutta, Indien, für den Verkauf von Bosch-Produkten errichtet wurde. Andere Vertragsabschlüsse mit Partnern begannen in Indonesien, Thailand, Singapur und Malaysia. In Südamerika expandierte das Unternehmen in die Märkte in Kolumbien, Ecuador, Mexiko und Peru. In den 1920er Jahren kam es auch zu einer Diversifizierung der Produkte, darunter die Herstellung einer elektrischen Hupe im Jahr 1921, die Einführung der Scheibenwischer im Jahr 1926 und die Produktion des Verkehrszeigers im Jahr 1927, der es den Fahrern ermöglichte, Richtungsänderungen auf der Straße anzuzeigen. Im selben Jahr stellte das Unternehmen Einspritzpumpen für Dieselmotoren her. Das Unternehmen hatte durch die Diversifizierung eine neue Form angenommen. Und 5 Jahre später erwarben sie 1932 die Produktionsfabrik von Junkers & Co. Im selben Jahr stellten sie einen elektrischen Bohrer sowie ihr erstes Autoradio her. Boschs erster elektrischer Kühlschrank für den Einsatz in Privathaushalten folgte im Jahr 1933. In nur wenigen Jahren gelang es Robert, sein Unternehmen von einem kleinen Automobilzulieferer in eine multinationale Elektronikgruppe zu verwandeln. Doch in der Unternehmensgeschichte war diese Zeit für etwas anderes bekannt als für das Wachstum und die Expansion des Geschäfts. Es war der Beginn eines dunklen Kapitels in der Geschichte von Bosch. Der Beginn der Nazi-Ära. Wie viele andere Unternehmen wurde das neue Regime gegenüber Bosch sehr energisch und das Unternehmen musste sich fügen. Das Unternehmen wurde Teil des Systems und war ein wichtiger Lieferant für Kraftfahrzeuge, da es sich loyal zum Regime verhielt. Doch Robert teilte dieselbe geheime Ablehnung wie schon im Ersten Weltkrieg, nur konnte er sich diesmal nicht offen gegen die mächtige Nazi-Partei stellen. Berichten zufolge ordnete er jedoch an, dass die Ressourcen des Unternehmens verwendet werden sollten, um Anti-Regime-Aktivitäten zu finanzieren, ohne seine Beteiligung an solchen Bewegungen offenzulegen. Dies wurde äußerst geheim gehalten, aufgrund der Gefahr, die es für den langfristigen Betrieb des Unternehmens während der Regierungszeit darstellte. Oberflächlich betrachtet
begann das Unternehmen Rüstungsaufträge anzunehmen. Gleichzeitig unterstützte es auch diejenigen, die Adolf Hitler ablehnten, und arbeitete mit seinen engsten Mitarbeitern zusammen, um Opfer von Verfolgung vor Deportation zu retten. Doch dies erwies sich als unwirksam, und im Laufe der Jahre überdauerte das Regime Roberts geheime Friedensbemühungen. Während des Krieges beschäftigte die Bosch-Firma angeblich 20.000 Zwangsarbeiter. Am Höhepunkt wurde die Bosch AG zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Robert als einzigem Eigentümer. Bosch wurde so stark in den Krieg involviert, dass am Ende des Krieges jeder Panzer eines oder mehrere seiner Produkte enthielt. Bevor er 1942 starb, hatte er verfügt, dass alle Einnahmen von Bosch für wohltätige Zwecke als Reparationsleistungen verwendet werden sollten. Zudem legte er eine strenge Unternehmensverfassung fest, nach der er wollte, dass sein Unternehmen lange Zeit nach seinem Tod geführt wird. Diese wurde 1964 formuliert und bleibt bis heute eine stabile Grundlage für das Unternehmen. Im Jahr 1984 ging der Gründer in die Geschichte als einer der einflussreichsten Männer in der globalen Automobilindustrie ein. Er wurde in die Hall of Fame der Branche aufgenommen. Robert mag gestorben sein, aber sein Unternehmen war noch immer lebendig. Der Krieg neigte sich dem Ende zu, doch die nächste Katastrophe war nicht weit entfernt. Als der Krieg endete, stand Bosch wieder dort, wo es nach dem Ersten Weltkrieg gestartet war. Wieder einmal hatte es all seine internationalen Vermögenswerte und Fabriken verloren. Große Teile seiner Produktionsanlagen in Deutschland und einigen Teilen Europas waren von den Alliierten zerstört worden. Das Unternehmen musste von vorne anfangen, aber diesmal ohne den sympathischen Gründer, der das Ruder führte. Das Wiederverbinden der verlorenen Linien und der Wiederaufbau ihrer Geschäftsinfrastruktur würden jedoch eine weitaus größere Herausforderung sein. Wenn man alle Einrichtungen zählte, die das Unternehmen verloren hatte, waren bis 1945 mehr als 50% seiner Fabriken zerstört worden. Bosch war ein Prioritätsziel, weil es ein wichtiger Lieferant von Rüstungsgütern und Fahrzeugen war. Als alles vorbei war, stand die Geschäftsleitung vor der nahezu unmöglichen Aufgabe, Trümmer zu beseitigen, Fabriken wieder aufzubauen und Arbeit für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Das Unternehmen musste grob vorgehen, um Schwung aufzunehmen. Sie wollten nicht alle Mitarbeiter verlieren, also fanden sie eine Möglichkeit, genug Geld zu verdienen, um sie wieder einstellen und ihre Gehälter zahlen zu können. Bosch stellte Töpfe und Pfannen zum Kochen aus den übrig gebliebenen Helmen aus Eisen her, die für den Krieg entworfen worden waren. Sie wandelten sogar Gegenstände wie Handkarren und Regenschirme um, die aus den Trümmern der Fabriken gerettet wurden. Das Unternehmen erlaubte seinen Arbeitnehmern, die Geräte zu benutzen oder, noch besser, sie gegen das Notwendigste einzutauschen. Die einzigen wirklich fertigen Produkte, die sie herstellten, waren Zündkerzen. 1962 wurde Hans Walz von den Testamentsvollstreckern des Nachlasses von Robert Bosch zum Leiter des Unternehmens ernannt und leitete es bis 1963. Das Unternehmen blieb seinen Wünschen treu, indem es versuchte, Gewinne zu erzielen und den Überschuss für wohltätige Zwecke zu verwenden. Der gesamte Prozess des Wiederaufbaus würde nicht einfach sein, da die Alliierten darauf abzielten, große Unternehmen wie Bosch vollständig zu vernichten. Bei Bosch funktionierte es jedoch nicht auf diese Weise, da es seine ursprüngliche Struktur beibehalten konnte, anstatt in unabhängige Tochtergesellschaften aufgeteilt zu werden. Der Preis, den das Unternehmen zahlte, war die Offenlegung seiner Patente für alle Wettbewerber, was bedeutete, dass es seine Technologie nicht mehr exklusiv nutzen konnte. Darüber hinaus waren die Verkäufe von Bosch auf Null gesunken. Wenn nicht die langjährigen Partner in Brasilien und Indien gewesen wären, hätte es keine Chance gehabt, jemals wieder ins Rampenlicht zurückzukehren. Mit diesen beiden Nationen begann der Wiederaufbau allmählich. Und im Jahr 1960 steigerte das Unternehmen seinen internationalen Umsatz um 20%. Bei Bosch gab es neue Hoffnung und das Unternehmen begann, mehr Haushaltsprodukte auf den Markt zu bringen. Artikel wie Bohrmaschinen und Küchengeräte waren ein großer Erfolg. Ebenso wurden mehrere Millionen Autoradios verkauft. Trotz dieses Fortschritts hinkte das Unternehmen ziemlich hinterher, da es die Technologie verwendete, die es vor dem Krieg entwickelt hatte. Es wurde deutlich, dass sie dynamischere, neue Produkte entwickeln müssten, um konkurrenzfähig bleiben zu können.
Sie machten einen großen Schritt in die richtige Richtung, indem sie Flugzeugmotoren für den Einsatz in Autos umrüsteten und in den 1970er Jahren begannen, integrierte Schaltkreise herzustellen. Sie begannen allmählich, sich mehr auf Elektronik zu konzentrieren, was später ihr Kerngeschäft werden sollte. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert begann das Unternehmen eine Reihe von Übernahmen zu tätigen. Im Jahr 2002 erwarb Bosch Philips CSI und stieg in die Herstellung einer breiten Palette von professionellen Kommunikations- und Sicherheitsprodukten und Systemen ein. Darunter Videoüberwachungs-, Kongress- und Lautsprechersysteme. Im Jahr 2003 produzierten sie auch die elektrische hydraulische Bremse, die Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung, das digitale Autoradio mit Disklaufwerk und einen kabellosen Schraubendreher mit Lithium-Ionen-Batterie im Jahr 2003. Bosch hatte schließlich den Status eines großen Unternehmens erreicht und erhielt den Deutschen Zukunftspreis in den Jahren 2005 und 2008. Im Jahr 2006 erwarb das Unternehmen Telex Communications und Electrovoice. Im Jahr 2009 begann Bosch, seine ursprüngliche Ausrichtung als innovatives Unternehmen zu nutzen und investierte 3,6 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Technologien. Dies führte zur Gestaltung und Schaffung von etwa 3.900 Patenten pro Jahr für neue originelle Produkte. Das Unternehmen hat sich auch nach China ausgedehnt, wobei das Land sowohl als Markt als auch als Produktionsbasis dient. Allein aus dem asiatischen Land erzielte Bosch einen jährlichen Umsatz von etwa 5 Milliarden Euro. Im Jahr 2014 kaufte das Unternehmen das ehemalige BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Gemeinschaftsunternehmen komplett auf. Im Jahr 2021 ist das Unternehmen mit einem blauen Auge davongekommen, als Volkswagen Bosch und Continental AG in einem gemeinsamen Fall in den USA verklagte, weil sie die Produktion aufgrund unzureichender Lieferung von Automobilmikrochips reduzieren mussten. Allerdings wurde der Fall zugunsten von Bosch entschieden. Und das war das Letzte, was wir davon hörten. Im Juni desselben Jahres hat Bosch den Bau einer Halbleiterfertigungsanlage im Wert von 1 Milliarde Euro abgeschlossen, die bisher größte Ausgabe für ein Einzelprojekt, und mindestens 3 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich investiert. Im nächsten Jahr stieg das Unternehmen in die autonome Fahrzeugindustrie ein, indem es 5AI übernahm. Tatsächlich hat sich Bosch von dem kämpfenden Unternehmen, das es nach 1945 war, zu einem Konglomerat entwickelt, das jährlich mindestens 88,2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet und einfach nicht aufhört. Das alles, weil ein Mann, Robert Bosch, es wagte zu träumen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf das Video links, um dir unsere Dokumentation über das phänomenale Wachstum von Siemens anzusehen. Dieses Unternehmen begann mit der Herstellung von Telegrafensystemen und wurde zu einem der größten Konglomerate der Welt. Klicke auch auf das Video rechts, um die erstaunliche Geschichte von Mercedes und ihrer bemerkenswert reichen, langen Geschichte in der Automobilindustrie zu entdecken.